Bist du auch IT-Experte, Softwareentwickler, Digitalexperte und ist dir auch schon aufgefallen, dass die Leadkosten von Jahr zu Jahr teurer werden? Teilweise 15, 20, 30%, teilweise 50%, teilweise um 100% teurer werden. Also noch wesentlich schneller teurer inflationieren als wie die eigentliche Inflation teilweise. Gleichzeitig möchte man dann meinen, okay, dann lohnt es sich ja umso mehr, sozusagen wieder in Menschen zu stecken, dass man sozusagen analog Telefonakquise macht, ja, zum Beispiel. Aber auch das wird zunehmend teurer. Ja, Stichwort Personalkosten in Deutschland ganz besonders. Da gibt es auch ein paar Wege, wie man sozusagen das optimieren kann. Generell sagen viele, okay, alles wird zunehmend teurer. Gleichzeitig ist aufgrund der globalen, ja, sagen wir mal, etwas krisenhafteren Stimmung eine eher Kaufzurückhaltung zu verzeichnen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite, aufgrund dieser ganzen Coaching-Programme und so weiter, pipapo, immer mehr Leute, die auf den Markt kommen, die irgendwas anbieten an Dienstleistungen, Marketing, Vertrieb etc., Softwareentwicklung und so weiter. Häufig nicht so sehr in die Tiefe rein, aber es gibt insgesamt immer mehr Leute, die sich sozusagen um die Werbeplätze streiten. Das heißt, mal ungeachtet dessen, ja, wie gut tatsächlich dann die Leute sind, streiten sie sich um letztendlich den gleichen Kuchen. Und gleichzeitig ist die Kaufhaltung etwas ja am Absinken aufgrund der insgesamten Krisenstimmung. Ja. Also viele sagen, es besteht einige Experten sagen da draußen, es gibt einen globalen Rückgang des Weltwirtschaftswachstums. Das ist nicht meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung ist, es findet gerade eine Umverteilung statt, und zwar auf globaler Ebene. Es wird viele kleinere, ja, sehr wachstumsstarke neue Regionen geben, ja, kleinere Länder wie zum Beispiel Philippinen, Thailand, vielleicht sogar Länder wie Kambodscha und so weiter, wo man noch vor 30 Jahren hätte man nicht gedacht, dass heute Singapur so eine reiche Region sein wird oder Dubai. Ja. Und es wird sich aber sozusagen dezentralisieren, das Ganze. Und das Ganze wird dann eben unüberschaubarer. Und wir reden ja hier primär, ich halte ja dieses Video in deutscher Sprache, also auf dem deutschsprachigen Markt. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Und jetzt ist es natürlich so, dass aufgrund dessen, das sind zumal, würde ich mal sagen, mehr oder weniger auch Fakten, gleichzeitig wir noch so eine Art weltweites Wettrüsten, ja, so, wir steuern irgendwie auf den dritten Weltkrieg hin, alle irgendwie, ja, also es gibt so Sprüche in Deutschland in den Leitmedien, ja, ZDF, ARD, für die ich auch noch Gebühren bezahle, ja, unfreiwillig, so Sprüche wie, die Bundeswehr muss wieder kriegstüchtig werden, Zitat Ende, ja, also da langt man sich an den Kopf, ja, wenn es mir einer vor vier, fünf Jahren gesagt hätte, dass wir sowas jemals wieder verkünden da draußen. Ja, 100 Milliarden Euro werden einfach mal so zusätzlich noch irgendwo aus der Wiege gehoben. Ja, woher? Naja, es sind natürlich dann wieder zusätzliche Schulden, die natürlich dann wieder früher oder später der Steuerzahler zahlen muss, das heißt wir. Und zudem kommt dann noch der disruptive, ja, wie soll ich sagen, Technologien wie AI. Das ist natürlich, kommt in sogenannten Leaps, das heißt, in Wellen wird das kommen, ja. Wir hatten die letzte Welle war mit ChatGPT und so weiter. Und aber die Leaps werden immer größer, weil das eine Exponentiellkurve ist. Das heißt, da kommt einiges auf uns zu und gleichzeitig machen sich noch fast niemand macht sich daraus Gedanken von den ja, die einfach noch gutes Geld verdienen, aber einfach nicht so wirklich von der Stelle kommen, wie sie einen Brand aufbauen, wie sie Sogwirkung aufbauen. Und das ist meiner Meinung nach ungeachtet aller anderen Faktoren und wie sich das Ganze entwickeln wird, absolute Pflicht. Ja. Und das heißt, einfach nur, sagen wir mal, gesichtslos, ja, seine Skills anbieten, ja, das wird zunehmend wirklich härter werden, weil du dann einfach vergleichbar bist. Solange du in der Vergleichbarkeit bist, kann man dich im Preis drücken. Und das wird zunehmend stärker noch werden, da sich so mehr oder weniger alles in Near- und Offshore-Länder verschieben wird, die dann teilweise ja auch zunehmend stärker in die Lohnpreisspirale mit reinkommen werden, weil das ist sozusagen zwangsläufig immer der Weg,
der dann sozusagen daran anknüpft. Ne? Also verstehst du, was ich meine? Das heißt, insgesamt ist, wenn du jetzt sagst, also es gibt, glaube ich, niemanden mehr, der sich nicht über das Thema Gedanken macht, Neon Offshoring, sozusagen hier deine Marge kurzfristig wieder aufzublasen, ist das trotzdem keine wirklich langfristige Geschichte, denn dann müsstest du immer wieder dieses Neon-Offshore-Hopping dann machen, wie es auch teilweise die großen Konzerne und so weiter machen. Ne? Also heute ist irgendwie Rumänien, ja, morgen ist es dann wieder irgendwo Estland und übermorgen ist es dann wieder, jetzt glaube ich, gehen irgendwie alle nach Vietnam, ja, alle irgendwelche Entwickler und so weiter. Ne? Und das heißt, die wirklich langfristige und wirklich dauerhafte Lösung hier ist eben dieses Branding, diese Sogwirkung aufzubauen, wo ich jetzt in letzter Zeit auch immer wieder mehr erwähne. Und das wiederum hat eine Voraussetzung, dass du letztendlich aus der Vergleichbarkeit rauskommst, ja, und dich hochgradig spezialisierst, dass du nischig wirst, dass du spitz wirst, ja, dass du dir ganz bewusst wirst, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, dass du nicht mehr sagst, okay, ja, es passt so, wenn ich irgendwo alles kann und für jeden und Hauptsache ich verdiene irgendwie Geld. Ja? Das ist zu kurz gesprungen. Das wird vielleicht immer noch funktionieren für den einen oder anderen de facto heute 2024, aber wird zunehmend härter werden. Und das heißt, in deine Gesamtstrategie sollst du mit einfließen lassen, dass du letztendlich eine ganzheitliche Strategie ansteuerst. Und dazu können verschiedene Touchpoints, verschiedene Strategien, sowas wie eine First-Click-Strategie, sowas wie eine Visualisierung deiner Dienstleistung, also quasi haptischer Visualisierung von nicht haptischen Dienstleistungen, also Dingen, die du nicht wirklich anfassen kannst, die nicht wirklich sehen kannst, schwer begreifen kannst. Warum? Weil deine Zielgruppe ja nicht immer nur die Techies sind, ne, die sozusagen genauso technisch verliebt, damit die über irgendwelche Einzelheiten sprechen, sondern häufig sind diejenigen, die dann letztendlich die Unterschrift setzen. Das ist eben eine weitere Zielgruppe im Enterprise, die häufig sehr viel zu sagen hat und denen sind diese ganzen Details völlig egal. Die kaufen nicht irgendwie eine Software der Software wegen oder irgendwelcher Features, sondern die kaufen eine Software, weil sie eine bessere Zukunft wollen. Weil sie ein besseres Leben wollen, weil sie vorankommen wollen in ihrem Job, weil sie nächste Beförderung wollen, etc. etc. Und das sind die Sachen, die du wirklich verstehen musst und mit in dein Gesamtmarketing und Vertrieb mit einfließen lassen musst. Und zu diesen ganzen Punkten, wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran, weil dann nehme ich dich jetzt mit ans Flipchart und da studieren wir das jetzt nochmal Punkt für Punkt durch. Ich werde dir dann sozusagen nochmal eine Möglichkeit geben, am Ende des Videos, wie du das Ganze auch nochmal erhältst bei mir, quasi visuell über einen Zoom-Call, face-to-face. Also bleib unbedingt dran bis zum Schluss. Bis gleich am Flipchart. Wir sehen uns. Ciao.